So, wie kommen wir jetzt von Laudato Si zur Fraktionssitzung der Grünen, zur konstituierenden, eigentlich ganz einfach, Königsdisziplin der Grünen, Umweltschutz. Aber gerade auch schon vom Chef der Deutschen Bischofskonferenz angesprochen, das Thema Migration. Erhard Schärfer, was erwartet uns dort heute im Reichstag auf der Fraktionsebene? Na, zunächst mal, Sie haben es ja schon gesagt, die konstituierende Sitzung der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Grüne. Da wird man sich also hier begründen in dieser Fraktion. Man wird den Vorstand, der zurzeit noch im Amt ist, geschäftsführend weiter im Amt belassen. Hat man uns gesagt, es soll nicht neu gewählt werden. Erstmal, weil man ja noch nicht weiß, wie die Sondierungsgespräche, wie dann auch die Koalitionsgespräche ausgehen und ob man dann möglicherweise doch auf den einen oder anderen, der jetzt in ein Fraktionsamt hat, beispielsweise im Vorsitz der Fraktion, dann vielleicht einen neuen Job bekommt und dann müsste man dann neu wählen. Und deswegen will man lieber erstmal warten, wie sich diese Gespräche entwickeln und was am Ende dabei herauskommt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird die Fraktion heute wohl mit großer Mehrheit nominieren Claudia Roth als Kandidatin, als Bundestagsvizepräsidentin. Das alles wird ja dann gewählt werden am 24. Oktober hier gleich hinter uns im Plenum des Deutschen Bundestages. Und schließlich und endlich wird die Fraktion sich auch ausführlich noch einmal beschäftigen, so wird uns gesagt, mit dem, was im Moment alle am meisten beschäftigt, die dafür in Frage kommen, nämlich die Sondierungsgespräche mit FDP und mit der Union, die ja nächste Woche beginnen sollen. Und Sie haben es vereinzelt schon mitbekommen. Da gibt es so ein paar Punkte, da dürfte es noch ein bisschen schwieriger werden mit den Grünen und der CSU insbesondere, aber auch mit der FDP gibt es sicherlich noch einige Punkte zu besprechen. All das wird heute hier schon mal zumindest andiskutiert, wie man so schön sagt. Ja, und wir warten jetzt natürlich auch schon mal, das habe ich gerade gehört, auf ein Statement von Anton Hofreiter. Gibt es da irgendetwas vielleicht schon mal zu erwarten? Sickert da irgendwas vorher durch? Wir haben ja gestern Abend dann zum Beispiel auch schon Jürgen Trittin gehört, der schon so ein paar Signale vorausgeschickt hat, die sich ein bisschen anders anhörten als die beispielsweise von Cem Özdemir. In der Tat, da gibt es unterschiedliche Schärfe in der im Ton, zumindest so muss man es, glaube ich, auch bewerten. In der Sache sind sich die Grünen weitestgehend einig, denn es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die passen nicht so richtig zum grünen Programm, von dem, was die Union oder worauf sich die Union da am Sonntag und am Montagvormittag geeinigt hat. Und das wird jetzt auf unterschiedliche Weise kommentiert. Die beiden Spitzenkandidaten aus dem Bundestagswahlkampf, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, haben ja gesagt, das schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an und dann, wenn alles auf dem Tisch liegt, werden wir drüber reden. Und Sie haben völlig recht, Jürgen Trittin hat gleich in mehreren Interviews gestern gänzlich anders darauf reagiert. Nicht nur er übrigens, sondern viele aus der Partei Linken haben diesen Kompromiss, den CDU und CSU da beschlossen haben, in der Ausländerpolitik sehr viel kritischer bewertet und auch mit entsprechend schärferen Worten kommentiert, als das die beiden Spitzenkandidaten gemacht haben. Das kann auf der einen Seite, muss man mal sehen, wie das sich dann hinterher bei den Gesprächen tatsächlich dann vonstatten geht. Auf der anderen Seite wird hier auch noch mal gezeigt, wir haben hier unsere eigene Position und die werden wir auch nicht komplett räumen. Das haben wir auch erfahren, so beim Länderrat vor gut 10 Tagen, der sich hier auch in Berlin getroffen hat, wo es erhebliche Vorbehalte ja durchaus gegeben hat hinsichtlich einer schwarz-gelb-grünen Koalition, einer Jamaika-Koalition, ganz besonders im Hinblick auf die Flüchtlings- und Migrationspolitik. Und da haben viele auch gesagt, ja, wir gehen diese Reise durchaus mit, aber achtet darauf, dass wir nicht zu viele von unseren Positionen aufgeben müssen, denn dann werden wir euch sicher nicht folgen. Und nun haben wir gerade gestern unter anderem eben auch von Jürgen Trittin schon mal gehört, dass es da ein paar Punkte gibt, mit denen man ganz und gar nicht einverstanden ist. Und dann dürfen wir, glaube ich, durchaus sehr gespannt sein, wie sich das dann in den Sondierungsgesprächen entwickelt, ob man dazu Formulierungen oder auch zu Gemeinsamkeiten kommt, die für alle Beteiligten dann noch akzeptabel sind. Aus heutiger Sicht stelle ich mir das Ganze ein bisschen schwierig vor, insbesondere wenn wir auf Punkte gucken wie den Familiennachzug, den von Geflüchteten, den die Union ja weiterhin sehr strikt ablehnt. Es gibt weitere Punkte, wo die Welten ziemlich weit auseinander liegen. Aber das ist eben das Geheimnis von Demokratie und von unterschiedlichen Parteien, dass sie sich zusammenfinden müssen in solchen Gesprächen. Und da muss jeder etwas abgeben von seinen oder nachgeben von seinen Positionen. Nur so wird es schlussendlich funktionieren.
Das stimmt. Aber jetzt schauen wir doch mal auf die Grünen an sich, in sich. Ich meine, es gibt ja eine Geschichte. Es gibt diese zwei Flügel bei den Grünen. Und wenn von anderen gefordert wird, ihr solltet nach Möglichkeit mit einer Position, mit einer Stimme in solche Verhandlungen reingehen, müsste man das von den Grünen natürlich genauso erwarten. Ist das zu erwarten oder sind da doch Fundis Realos immer noch auf ihren Flügel wegen etwas voneinander entfernt unterwegs? Ja, es werden hier bestimmte Positionen, die es bei den Grünen ja gibt und die ja auch gar nicht bestritten werden. Sie haben es ja heute Morgen auch mit dem schleswig-holsteinischen Vizeministerpräsidenten Habeck gesprochen. Es gibt halt Realos auf der einen Seite und es gibt die Linken auf der anderen Seite in der Partei. Und die werden bei bestimmten Punkten natürlich unterschiedlich reagieren. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja auch schon beobachtet. Je nachdem, in welcher Regierungskonstellation die Grünen gewesen sind, haben sie sich dann bestimmte Punkte zu eigen gemacht oder eben auch nicht. Diese Diskussion wird durchaus auch weitergehen. Und deswegen wird der weitere Prozess vor allem auch spannend werden. Selbst wenn man mit diesen Sondierungen hier gut vorankommt, dann wird es sehr spannend werden, wie dann die Bundesdelegiertenkonferenz, der Parteitag, wohl urteilen wird über das Ergebnis dieser Sondierung. Denn die Delegierten werden dann schließlich beschließen müssen, ob es überhaupt Koalitionsverhandlungen gibt. Und jetzt kriege ich ein Zeichen, dass Anton Hofreiter an seinem Platz angekommen ist und den hören wir uns jetzt erstmal an. Kommen wir mal. Kannst da hinten einen Tick leiser sein? Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen heute zu unserer konstituierenden Sitzung der Bundestagsfraktion zusammen. Wir werden heute für die Zeit der Sondierungen und gegebenenfalls für die Zeit der Verhandlungen erstmal den geschäftsführenden Fraktionsvorstand bestätigen, so die Fraktion das auch so sieht. Und wir werden unsere Vizepräsidentin wählen. Bis jetzt gibt es als Kandidatin Claudia Roth. Claudia Roth ist eine hervorragende Kandidatin. Claudia Roth ist auch die genau richtige Kandidatin, wenn in diesen neuen Bundestag Rechtsradikale und Feinde der weltoffenen Gesellschaft einziehen, dann ist Claudia Roth genau das Richtige, um dafür zu sorgen, dass in diesem Deutschen Bundestag Standards von richtigem Umgang, Demokratie und menschlichen Anstand hochgehalten werden. Des Weiteren werden wir uns natürlich in der Fraktion beschäftigen mit den Sondierungen. Wie Sie sicher erfahren haben, beginnen nach wochenlangen Verzögerungen jetzt die Sondierungen. Die ersten echten Sondierungsgespräche finden am Freitag, den 20. Oktober, statt. Es wird da ausgelotet werden mit CDU, CSU und FDP, was entsprechend möglich ist. Nachdem die CDU-CSU-Fraktion sich mühevoll auf einen Formelkompromiss geeinigt hat, brauchen wir jetzt Zeit, um das vernünftig zu beurteilen, was möglich ist mit CDU, CSU und FDP. Es kommt darauf an, die Gespräche so zu führen, um wirklich ausloten zu können, ob es möglich ist, eine stabile, eine Regierung zu bilden, die dieses Land gut regieren wird. Darauf sind wir schon sehr gespannt. Davor wird es noch Gespräche geben im kleineren Kreis, so Art, man könnte fast sagen, Kennenlerngespräche, wenn man es übertrieben nennen will, zwischen CDU, CSU und Grünen, zwischen CDU, CSU und FDP und zwischen FDP und Grünen. Und am Freitag geht es dann so richtig los. Was man sagen muss zum Formelkompromiss der Union, da kann man einfach ganz entspannt sagen, das ist die Position der Union. Wir haben unsere eigenen Positionen. Wir haben immer deutlich gemacht, dass es darauf ankommt, dass wir einen humanen Umgang mit Geflüchteten finden. Wir haben immer deutlich gemacht, dass es darauf ankommt, dass die Südgrenze der Europäischen Union nicht eine der tödlichsten Grenzen dieses Planeten sein darf. Und deshalb ist von insbesondere Bedeutung für uns der Familiennachzug, von großer Bedeutung für uns, dass wir legale Fluchtmöglichkeiten schaffen, dass nicht weiter Unmengen Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und wir haben so viele Verschärfungen des Asylrechts in den letzten Jahren gesehen, dass es darauf ankommt, auch das Asylrecht wirklich zu verteidigen. Wenn ich mir anschaue, dass Herr Schäuble als scheidender Finanzminister nochmal Vorschläge gemacht hat zur Reform der Europäischen Union,
Da würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass man stärker auf die Vorschläge von Herrn Macron eingeht, nämlich die Vorschläge von Herrn Schäuble sind dem diametral entgegenlaufend in einer ganzen Reihe von Punkten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass innerhalb von Europa die deutsch-französische Achse gut funktioniert, dass wir auch die Interessen der kleineren Mitgliedstaaten wirklich ernsthaft berücksichtigen, dass wir die Interessen von Mitgliedstaaten, die schwere ökonomische Probleme in den letzten Jahren hatten, berücksichtigen und dass es uns gelingt, dafür zu sorgen, dass wieder ausreichend Investitionen auch in den südeuropäischen Ländern stattfinden, dass nach und nach die Arbeitslosigkeit sinkt, um damit endlich die Euro-Krise, die Banken- und Finanzkrise auch für die Europäische Union hinter uns zu lassen. Minister, Sie müssen ja jetzt schon sagen, auch ganz klare rote Linien. Sie haben es selbst erwähnt, der Familiennachzahl. Können Sie heute sozusagen für die Kennenlerngespräche mit den Facebook zum Beispiel sagen, da rücken wir keinen Jota weiter, das ist für uns Bedingungen? Was für uns die Grundlage unserer Sondierungen ist, ist der 10-Punkte-Plan. Und für uns gilt nach der Wahl das, was wir vor der Wahl beschlossen haben, dass wir mit allen demokratischen Parteien sprechen. Aber ich glaube, es macht wenig Sinn, Sondierungsgespräche oder gar Koalitionsverhandlungen über die Medien zu führen, sondern die Positionen der CDU/CSU sind jetzt in manchen Punkten bekannt, die Position der FDP ist bekannt, unsere Position ist bekannt und wird dann miteinander sprechen und wird dann sehen, wo da tragfähige und gute, echte Kompromisse möglich sind oder ob es nicht möglich ist. Also das heißt, rote Linien wollen Sie eben so nicht, zumindest nicht jetzt sagen. Unsere Positionen sind bekannt in ganz unterschiedlichsten Bereichen, von dem, dass wir eine anständige Europapolitik brauchen, dass wir einen Ausstieg aus der Kohle brauchen, dass wir die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke schnell stilllegen, dass wir einen Familiennachzug brauchen. Aber selbstverständlich haben die anderen Parteien auch Positionen und darüber wird man miteinander sprechen. Herr Hofreiter, hoffen Sie, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt? Wir sprechen jetzt mit den anderen Fraktionen. Es ist kein Wahlergebnis, wie wir es uns so gewünscht haben. Der Wähler hat es entschieden. Wir gehen jetzt verantwortungsvoll damit um. Und man wird sehen, ob es klappt. Und dann wird man sehen, ob Frau Merkel von der CDU-CSU-Fraktion als Kanzlerkandidatin vorgeschlagen wird. Es könnte ja sein, dass Sie ein Stabilitätsanker für Angela Merkel werden, wenn Sie das andere so angucken. Sind Sie stolz auf diese Rolle? Die Frage war, ob wir stolz auf die Rolle sind, ein Stabilitätsanker. Ja, für uns als Fraktion ist es schon interessant festzustellen, dass direkt nach der Wahl, wenn eine grüne Fraktion so schwierige Gespräche wie mit drei mehr oder weniger konservativen Parteien führen muss, wir die am stärksten sortierte Fraktion waren. Es war zumindest interessant. Haben Sie denn den, so wie Sie es nennen, Formelkompromiss von der Union jetzt als eine rote Linie wahrgenommen? Also diese Zahl, dieser Richtwert 200.000, hören Sie aus dem Munde von Herrn Seehofer, dass das das letzte Wort ist? Oder sehen Sie da auch von seiner Seite aus das Signal, darüber können wir jetzt reden? Ich habe mal die Pressekonferenz angeschaut von Herrn Seehofer und Frau Merkel. Und ich habe da wahrgenommen, dass beide gesagt haben, das sind ihre Positionen, so wie wir unsere Positionen haben, was Familiennachzug angeht, was legale Fluchtwege angeht und eine Reihe weiterer Positionen. Und ich glaube, man muss da einfach miteinander reden und man wird sehen, ob es dann einen tragfähigen Kompromiss geht oder keinen tragfähigen Kompromiss. Aber ich habe das überhaupt nicht als rote Linien wahrgenommen, sondern ich habe das als den jetzt gemeinsamen Vorschlag der Union wahrgenommen. Könnte man Kontingente für Familiennachzug definieren? Bei Familiennachzug geht es um eine rechtliche Frage in unseren Augen. Und da eine Familie nicht unendlich groß ist und es um Familiennachzug geht, ist es natürlich eine Anzahl von Menschen. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht auswendig sagen, um wie viele Menschen es sich handeln würde, wenn wir eine vernünftige Regelung zum Familiennachzug hätten. Wie viel muss denn schon in den Sondierungsgesprächen beispielsweise mit Blick auf die Flüchtlingspolitik geklärt sein, damit Sie in Koalitionsverhandlungen einsteigen oder eben auch nicht einsteigen? Selbstverständlich muss in so einer schwierigen Konstellation in
Sondierungsgesprächen mehr geklärt werden. Das hat man ja auch am Beispiel von Schleswig-Holstein gesehen, wo am Ende sogar ein gemeinsames Papier rausgekommen ist, der dortigen drei Parteien. Hier haben wir es ja mit vier Parteien zu tun. Aber auch das ist zu klären, in welcher Tiefe man die Sondierungsgespräche führen muss. Wissen Sie, wir haben ja jetzt noch nicht einmal das erste Treffen. Ich glaube, es sind noch fast 10 Tage bis zum ersten echten Sondierungsgespräch aller vier Parteien gemeinsam. Und deshalb wird man sehen, nach dem ersten Treffen, wie sich das Ganze entwickelt, welche Dynamik in den Gesprächen ist. Und ich glaube, da muss man einfach jetzt noch etwas Geduld haben. Wenn also die CSU sagt, unser Kompromiss zur Flüchtlingspolitik, der ist eigentlich nicht großartig verhandelbar, dann wäre das sozusagen schon das Ende der Sondierung. Ich glaube, dass allen, und ich erwarte das auch, dass allen Beteiligten klar ist, dass man in solche Gespräche nicht reingehen kann. Unsere Position muss zu 100% umgesetzt werden, sonst kann das nicht klappen. Nämlich, wie gesagt, es handelt sich um vier teilweise sehr unterschiedliche Parteien, wo der Wähler entschieden hat, dass die sehr, sehr ernsthaft miteinander sprechen wollen. Ich glaube, das hat sich keine dieser Parteien exakt so ausgesucht, dass es so kommt. Und ich glaube, da muss man einfach sich darüber im Klaren sein, dass man sich nicht zu 100% durchsetzen kann. Es gibt da größere und es gibt da kleinere Parteien, aber ich glaube, keiner kann erwarten, sich zu 100% durchzusetzen. Welche Auswirkungen erwarten Sie von der Niedersachsenwahl für den Verlauf der Sondierungen? Ich glaube, das ist ganz abhängig davon von der Wahl, aber also vom Wahlergebnis. Aber ich erwarte nicht zu große Auswirkungen für die Sondierungen, denn es ist allen bewusst, welche Verantwortung man hat, und es ist allen bewusst, dass auf Bundesebene bereits gewählt ist. Und die Niedersachsenwahl mag im Bundesrat was verändern oder auch nicht. Wir kämpfen nämlich darum, dass für eine rot-grüne Landesregierung reicht. Aber es ändert nichts an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag. Und am Ende muss eine neue Regierung von einer Mehrheit im Bundestag getragen werden. Sie werden ja heute wahrscheinlich als geschäftsführender Vorstand, Fraktionsvorstand gewählt. Gehen Sie denn davon aus, dass im Laufe der Legislatur aus dem Geschäftsführenden ein richtiger Fraktionsvorstand wird? Also bezogen auf Sie? Das ist die klassische Frage nach dem Personal. Und an die klassische Frage nach dem Personal gibt es die klassische Antwort. Wir kümmern uns jetzt um die Inhalte. Wir stehen vor schwierigen Gesprächen. Und Personalfragen wird man ganz am Ende entscheiden, wenn es dann soweit ist, wenn die inhaltlichen Fragen geklärt sind. Und dann wird man sehen, wer welche Rolle, wenn es es gibt, in einer neuen Regierung übernimmt oder wer welche Rolle in der Opposition übernimmt. Danke.